Ich lese das Solinger Tageblatt von Freitag, dem 25. Oktober. Am meisten interessieren die Nachrichten aus dem Bezirk Höscheid und die Nachrichten aus Solingen. Im Europapokal hat Gladbach ein 1:1 in Rom durch Elfmeterschießen erzielt. Das ist das Titelbild, das kann ich mir gerade zeigen. Und im Teil Solingen heißt es, O-Busse fahren ab heute wieder. Da sieht man, wie eine Oberleitung repariert wird. Der Dieselbus der Linie 681 ist zu sehen, der da momentan verkehrt oder damals dann verkehrt hat. Und ab heute, Freitag, dem 25. Oktober, nicht mehr verkehrt. Solinger diskutieren über Böllerverbot. Die Deutsche Umwelthilfe diskutiert. Brückenfest startet mit Street Food Festival. So. Gewerkschaft schlägt Alarm, zu wenig Studienplätze in NRW ist ein sehr breit diskutiertes Thema. Und laut GEW fehlen tausende Plätze gerade für den Studiengang Lehramt. So, britische Neuwahlen im Dezember werden vorgeschlagen. Das steht hier noch so. Eine Europa-Karikatur mit einem Sparschwein. Ich verstehe die Karikatur nicht, wenn man auf das blickt, was momentan passiert, aber naja. Föderalismus für alle ist der eine Kommentar, der andere Engpässe an den Unis, wo der Ball liegt, ist klar, bezieht sich auf die Titelgeschichte, kann man machen. Föderalismus für alle, vielleicht mit Blick auf die thüringische Landtagswahl, ist wahrscheinlich so ein Kommentar, der in der Schublade liegt, kann man ab und zu mal bringen. Dann ein Tagesthema 4. Richter wirft Justizversagen vor. Kommunalwahl. Sechstes Fernsehen, sieben Kultur, Sport ist die Titelgeschichte direkt vorne, ein weiteres Bild, und Rom reklamiert dabei Abseits, kann ich auch mal dran zeigen. Leute, ohne Conchita, jetzt ist alles Wurst. Da wird ein Musikalbum unter dem Pseudonym Wurst veröffentlicht von Max. Wirtschaft 11, naja, gehört dann nicht hin. Wirtschaftsbörse, naja. So. Rohstoffbörse fehlt immer noch. War mal hier in der Stadt anders. So, zum Lokalteil. Solinger bekommen eine Lieferfrauenampel. Das ist eine schöne Mär der Stadtgeschichte. So soll sie dann aussehen. Und der O-Bus ist zu sehen, den man auch schon auf dem Titel gesehen hat. Da
das Bild nochmal in groß. Naja. Und dann gibt es ein Bild im Bild. Finde ich auch scheiße. Obusse fahren ab heute wieder Einschränkung statt Verbot. Da geht es um die Diskussion der Umwelthilfe im Kommentar. Garage mit Gulaschkanone. Der hat eine in der Gulaschkanone. Eine heiße gefüllte Gulaschkanone. Ja, wie man dann da Gasgeruch ausmachen kann, weiß ich nicht. Was sowas in Privatgaragen zu suchen hat, weiß ich auch nicht. Habe ich mal was anderes zugesagt bekommen. So, Solinger diskutieren Böllerverbot, der Kommentar wird auch aufgegriffen, kann man machen. Ist aber alles nichts aus Hülscheid. Am Bonnershof ist auch nicht aus Hülscheid. Stadtverwaltung rückt zusammen. Verkehr Landwehr wird ab heute erneut mehr. Ist auch nicht aus Hülscheid. Das Brückenfest startet heute mit Streetfood. Da ist die Innenstadt zu sehen. Ist auch nicht aus Hülscheid. Tageblatt testet Mittagstische in der Stadt. Ist auch nicht aus Hülscheid. Ein Festival mit harten Rock und Solingen. Habe ich zwei, drei, die vier kenne ich sogar von sehen. Kann ich mir zeigen. Ich habe Gesichter im Tageblatt wieder erkannt, finde ich immer gut. Die machen. Was meinen die? Heavy Metal? Ja. Oder Metalcore. So, und Netzwerk renaturiert, Feuchtbiotop kommt aus Gräfert, Mitte Widdert. Domino-Gottesdienst hat Brexit zum Thema. Okay, das ist die erste Meldung aus Hülscheid, auf der Höhe. Ja. Mit Blick auf den Bezirk Hülscheid ist die Zeit nicht mehr. So, da kommt noch rein. Wupper, schicke ich mir jetzt. Tschüss.